2000. Oh, okay. Guck mal. 2000. Ich rieche hier was. Ich rieche hier tatsächlich irgendwie so das erste Ding, was mir richtig gut gefallen kann. Einfach nur, weil es so dieser Titelsong zum Album ist, ne? Der Song heißt 2000, das Album heißt 2000, ne? Kann gut werden. Auf das Ding bin ich gehypt. Kann gut werden. Hört sich irgendwie gesampled an. Kann es gut sein, dass man, auch ganz lustig, ist mir jetzt erst aufgefallen, FSK ab 61. Dürfte man jetzt aber eigentlich noch nicht hören. Keiner dürfte das wahrscheinlich von uns hören. Aber ist natürlich auch cool an Kreuzberg 6.1 angelehnt, ne? Sie hört sich sehr gesampled an, die Melodie irgendwie. Ich bin geboren in Berlin 2000, ich hab so viel gesehen. Doch ich bin irgendwo lieber aufgewachsen und will nirgends gehen. Guck mal, sowas meine ich, Bro. Sowas, ich fühl's direkt. Sowas, da habe ich wieder dieses gewohnte Pascha-Feeling einfach. So dieses Ding. Ich gehe auf YouTube, ich sehe, neuer Pascha-Song, ich gehe drauf, ich erwarte direkt sowas. Direkt. Ich will nicht sagen, dass TXL, Multisanti, GTA nicht dem Pascha-Sound entsprochen haben. Dazu habe ich auch einfach zu wenig und wir zu wenig von Pascha gehört, ne? Vielleicht war das auch schon immer wieder sein Ding, aber jetzt auf Albumlänge hat er echt mal den Platz gehabt, mal auch andere Songs zu bringen, ne? Dann ist es vollkommen okay. Und durch die Songs davor kommt der Song halt wieder geiler rüber, weil überlegt euch mal, wir hätten durchgehend so 2000er Songs von dem Soundbild her. Wäre auch nicht so geil. Der hier direkt nice. Unsere Straßen, unsere Ecken, unsere Parks, war durch unser Leben. Und du weißt, wohin du musst, wenn du willst, dass wir uns wiedersehen. Nice. Du denkst, okay, Hook, sagen wir ehrlich, Hook wird krass. Wird krass. Auch im Auto, ich stell's mal direkt vor, im Auto so schön, ja, Sonnenuntergang mit Arm aus dem Fenster, bisschen boop, boop, bisschen ballern, so ist geil. Richtig Kopfnicker, geil, ne? Meiner Meinung nach der schwächste Song, du feierst einen anderen Pascha mehr. So ist halt, guck mal, das ist halt auch geil an einem Pascha-Album, so, ne? Jeder hat was irgendwie, was ihm gefällt. Ich mag jetzt diese melodischen Sachen mehr. Andere Leute mögen diesen eher rappenden, spittenden Pascha mehr. So spitten ist ein bisschen hart gesagt, aber diesen harten rappenden Pascha mehr ist cool. Eltern können dich nicht verstehen, doch dein Vater kann sich selbst in jungen Jahren in dir sehen. Und du konntest nicht ein Kind sehen. Hier ist man schon früh erwachsen, hier macht man sein erstes Geld und merkt, dass seine Flügel wachsen. Er rappt über sich selbst, oder? Also er rappt über sich selbst aus einer dritten Person quasi, oder? Er erzählt über seine Kindheit eben selbst. Ist ganz cool eigentlich so. Ist doch schön, dass wir endlich mal so ein bisschen mehr über Pascha generell erfahren auf dem Album. In musikalischer Form vor allem noch. Vielleicht ist heute dein schlimmster Tag und morgen der beste. Vielleicht ist heute das erste Mal und morgen das letzte. Und alle Sorgen und Ängste sind dann verschwunden. Keine Anrufe mehr von den Freunden, Eltern und Kunden. Bro, ich mag das. Ich mag das richtig, ohne Witz. Vielleicht ist morgen der letzte Tag oder heute der erste Morgen der letzte Tag. Heute das erste Mal, morgen das letzte Mal oder sowas. Ist wunderschön, auch diese Schnelllebigkeit kurz so ein bisschen erklärt, ist geil. Frage ist halt, Bro, ich habe wirklich gedacht, dass wir zum ersten Album von ihm endlich mal ein Interview bekommen. Hiphop.de oder egal wo. Ich habe gedacht, okay, Bro, wenn der Typ sein Debütalbum bringt 2000, er wird irgendwo mal ein Interview geben. Falsch gedacht. Wir haben wieder nichts bekommen. Musik in mein Leben kam, war ich das erste Mal verliebt. Unsere Leute kamen her und sie standen in Stahlfabrik. Es war herkommen, arbeiten und sterben in einem fremden Land. Ohne dich gibt's dieses Lied hier nicht, ich hätte dich gern gekannt. Über wen rappt er? Ohne dich gäbe es das Lied hier nicht, ich hätte dich gern gekannt. Er rappt doch safe über sich selbst, oder? Halt in jüngeren Jahren irgendwie. Schöner Ausstieg auch. Schöner getimter Ausstieg vor allem. Ich mag es nicht, wenn die Strophe irgendwie die Hook läuft oder die Hook schon früher anfängt und dann die Strophe und Hook sich lyrisch, also vocaltechnisch überschneiden, dass man da irgendwie nichts mehr versteht. Ist cool. Ich hätte dich gern gekannt. Ohne dich gibt es den Song hier nicht oder das Album hier nicht. Ist ein schöner Ausstieg eigentlich. Ohne dich gibt es dieses Lied hier nicht. Ich hätte dich gern gekannt. Oder rappt er über seinen Dad? Also über seinen Dad, der halt wahrscheinlich schon früh von der Familie gegangen ist. Bei Genius steht, er meint sein Opa. Kann auch das, guck mal, er könnte jetzt jeden aus seiner Family oder aus seinem Stammbaum irgendwie meinen, so. Es kann auch sehr gut sein, dass auch mit der Stahlfabrik, dass er quasi hergekommen ist, dass sein Opa so diese erste Gastarbeiter hier war, in der Stahlfabrik gearbeitet hat oder sowas. Pascha ihn aber nie kennengelernt hat, weil, ne, keine Ahnung, vielleicht zu früh von uns gegangen hier, rest in peace, wenn dann an der Stelle. Wenn es nicht so ist, dann aus anderen Gründen vielleicht nie kennengelernt. Aber es ist schön, Bro. Ohne dich gibt's diese mal von Pascha sowas zu hören. Nicht, ich hätte dich gern gekannt. Ich bin geboren in Berlin 2000, ich hab so viel gesehen. Digga, hör mir auf. Doch
packst und will langsam gehen. Hier das erste Mal wieder so dieses richtige Pascha-Feeling, so, wie soll ich meinen, so das erste Mal das Feeling, ich pack 2000 und schalle das direkt in jede Playlist, so, und werde es wieder tot hören. Unsere Straße, unsere Ecken, unsere Parks, heute ist unser Leben. Und du weißt, wohin du musst, wenn du willst, dass wir uns wieder sehen. Es ist so schön auch. Er muss es öfter machen. Er muss es safe öfter machen, weil bei Sommergewitter Airwaves, wir haben immer nur diese Lyrics, ey, ich stehe jetzt auf und mache das den ganzen Tag, ich kann bis 10 Uhr ausschlafen, daran könnte ich mich gewöhnen oder sowas. Ich mache dies, ich mache das, den treffe ich an der Ecke so. Er muss mal mehr sowas bringen, Bro. Er hat es aber, glaube ich, extra gemacht, dass er auf seinem Debütalbum wirklich mal persönlicher werden kann und davor wirklich einfach nur so ein bisschen über die alltäglichen Sachen gerappt hat, eben, die wir von Pascha kennen. So. Es ist wunderschön, dass wir nicht nur jetzt wieder so eine unglaublich schöne melodische Hook haben, die Ohrwurm-technisch geisteskrank gut ins Ohr geht, auch melodisch halt, sondern dass wir auch wirklich mehr von dem Künstler hinter Pascha, also von dem, bei dem, dass wir mehr von dem Menschen hinter Pascha erfahren, so. Es ist nicht immer leicht zu Hause, manchmal fühlst du dich nicht erwünscht. Eine Mutter hat sich immer eine Tochter wie dich gewünscht. Das weißt du und das weiß sie auch, wenn ihr manchmal nicht redet. Habt ihr trotzdem jede Nacht füreinander gebetet, sie hat... Also man müsste wirklich mal den Song wirklich mit Lyrics hören und es ist halt auch sehr frei geschrieben. Das ist halt so das Ding, er erwähnt hier null Namen, er erwähnt hier nicht wirklich Zusammenhänge oder sowas, außer am Ende von der ersten Strophe, dass er ihn gern gekannt hätte. Davon kann man ausgehen, dass er irgendwie jemanden familiär meint so. Hier ist es schon wieder ganz anders. Er schreibt die Lyrics hier sehr offen irgendwie, dass man sich halt unglaublich viel reininterpretieren kann und ich glaube, das ist auch extra so geschrieben. Auch nicht schlecht in deinem Alter, wahrscheinlich noch schwerer. Auch sie hat keiner verstanden, weder Familie noch Lehrer. Jeder von uns lebt das erste Mal, wir müssen geduldig sein. Brüder nennen keinen Namen und hab es uns schuldig reden. Er meint es, glaube ich, seine Schwester. Ja, also dieses, man kann es auf jeden Fall wahrscheinlich so deuten. Es ist aber wahrscheinlich von ihm auch so gewollt, dass wir spekulieren und dass wir vor allem auch unsere eigenen Sachen reininterpretieren können, so, ne? Wahrscheinlich hat jeder eine Person, an der er denkt, wenn wir die erste Strophe hören. Jeder hat eine Person, an die wir denken, wenn wir die zweite Strophe hören. So, wisst ihr, was ich meine? So, das ist sehr offen und frei geschrieben, sodass jeder den Song auf sich selbst irgendwie projizieren kann. Du bist unschuldig, wenn wir kamen, waren wir uneingeladen. Weil sie wollten Jungs wie uns sich auf den Homepartys haben. Du bist wütend, ich versteh das. Müde, ich versteh das. Aufrichtig und ehrlich, aber niemand schenkt dir je was. Nice. Ey, ohne Witz, super schön. 2000 gefällt mir bis jetzt am besten. Real Talk. Wir bewerten den Song, Chat, gleich von 0 bis 10. Ihr könnt mir gerne eure Bewertung mal reinschreiben. Ich habe aber schon meine Bewertung. Safe. Das ist auf jeden Fall so der, also wenn wir jetzt Florenz und Mittelmeer mit reinnehmen, ist es so schwierig. Weil Mittelmeer war auch krass, sage ich ehrlich, wie es ist. Florenz auch, aber ich würde Mittelmeer dann auch drüber stellen. Mittelmeer ist zum Beispiel für mich eine 9. Nur damit man so den Anhaltspunkt mal hat. Mittelmeer ist für mich eine glatte 9. Doch ich bin irgendwo lieber aufgewachsen und will nirgends gehen. Ey, Bro, die Hook ist krass. Und du weißt, wohin du musst, wenn du willst, dass wir uns wiedersehen. 8,5, 9, 9, 9,5 oder 9. Ich würde mit einer 9 gehen, tatsächlich. Tatsächlich, ich würde auch mit einer 9 gehen, einfach weil das für mich auch mit Mittelmeer auf einer Stufe steht, auf einer anderen Stufe irgendwie. Hier wird, also der unglaubliche Pluspunkt, was 2000 hat, ist, was Mittelmeer nicht hat, ist diese persönliche Note von Pascha, dass er uns ein paar Sachen erzählt, die wir noch gar nicht kennen, wissen. Mittelmeer geht für mich aber die Hook noch so ein bisschen mehr in diese wirklich Sommerhit-Pascha-Richtung so. Obwohl die Hook hier auch böse ist. Wirklich böse. Man müsste beide Songs noch ein paar Mal hören, aber für mich bis jetzt so mit Mittelmeer der geilste Song auf dem Album.